und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht's mal auf Wunsch von einem YouTuber um ein Plugin, also wie wir das selber programmieren. Heute geht's dann um die Grundlagen und im nächsten Video zeige ich euch dann also halt weiter. Der YouTuber, der mir das vorgeschlagen hat, heißt BubeHarry112. Danke erstmal an ihn, dass er uns überhaupt so einen Kommentar geschrieben hat. Wir freuen uns auch über jedes andere Kommentar. Ich habe euch gesagt, ich mache Videos, wenn ihr mir das sagt. Und jetzt ist halt das Video für den. So, also auf jeden Fall, wir brauchen dazu wieder Eclipse. Wie wir eigentlich immer brauchen. Ihr downloadet euch Eclipse IDE for Java Developers. Das ist eigentlich das ganz normale Eclipse, das man bei Home auch downloaden kann, indem man hier auf Get Started Now Download Eclipse geht. So, was wir dann noch brauchen, ist einmal die neueste Bucket-Version. Ich habe jetzt hier eine Beta-Build rausgesucht von 1.2.5-R1.3. Die downloade ich mir jetzt. Und bei Eclipse wählt ihr schon mal euren Workspace aus. Also in Ordner dürfen gar keine Daten drin sein. Also einfach in einen leeren Ordner den Workspace auswählen. Und wir klicken dann hier oben rechts auf Workbench. Und dann haben die dieses Fenster. Outline werde ich schließen, damit wir mehr Platz haben. Das werde ich runter tun und das ein bisschen nach links. So, wenn wir das Beta-Bild jetzt runterladen. So. Dann packen wir das jetzt in den Ordner, wo wir den Workspace festgelegt haben. In meinem Fall hier. Da müsste ein Ordner jetzt sein, Punkt Metadata. Hier. So, wenn wir das gemacht haben, können wir das eigentlich wieder schließen. Und wir können hier anfangen. Also. Wir haben jetzt unseren Workspace gewählt. Als erstes machen wir jetzt ein neues Java-Project. Dazu gehen wir rechtsklick, New und dann Java-Project. So, Projektname. Wir können uns einfach jetzt einen Namen aussuchen. Zum Beispiel, also wie der Mod halt heißen, nicht der Mod, das Plugin heißen soll. Also der Name vom Plugin. Ich nenne es jetzt mal, nicht so. Ich nenne das jetzt mal, Grundplugin. So, Finish. So, dann haben wir einen Ordner, wo Sources drin ist und JRE System Library. So, bei dem Sources Ordner, wir markieren ihn, machen einen Rechtsklick, gehen auf New und klicken auf ein Package. Jetzt nehmen wir das Package so. Also ME. Also Mi. Jetzt der Name vom Programmierer. In meinem Fall jetzt Patrick. Und dann Punkt Name vom Plugin. Das Plugin heißt, hab ich ja Grundplugin genannt. Also nicht jetzt auch Grundplugin. Ihr müsst das auch so machen, sonst wird es nicht gehen. Grundplugin. Und genauso schreiben, wie ihr es auch geschrieben habt. Dann geht ihr auf Finish. Und wir sehen, das Package ist leer, weil es weiß ist. Dann machen wir nämlich noch einen Rechtsklick da drauf, gehen wieder auf New und danach createn wir eine Java-Klasse. Das machen wir, wenn wir das markieren und klicken hier auf das C mit dem Stern. Hier steht ja New Java Class. Da klicken wir jetzt drauf. Und da schreiben wir jetzt den Namen von Plugin rein. Also in diesem Fall Grundplugin. Finish. So, dann haben wir eigentlich schon das Grundgerüst. Und wir schreiben jetzt Hintergrundplugin, schreiben wir Extends. Und jetzt Java Plugin.
Jetzt wird ein Fehler angezeigt. Jetzt halten wir eine kleine längere Zeit da drauf. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu machen, ist Bucket zu importieren. Deswegen können wir hier nichts importieren. Also was wir noch machen müssen, ist bei Grundplugin einen Rechtsklick zu machen und wir gehen auf Prosperities. Dann gehen wir auf Java Build Path und auf Libraries. Danach gehen wir Add Externals Jars. External Jars. So, und dann wählen wir in dem Ordner, wo wir es gespeichert haben, also in dem Fall jetzt hier, wählen wir Bucket Version, also das Bucket Plugin aus. Dann öffnen und auf OK. So, jetzt haben wir auch referenced Libraries. Wir halten jetzt etwas länger auf Java Plugin drauf und wir sehen Import Java Plugin org.bucket.plugin.java. Dort klicken wir jetzt drauf und wir sehen, es hat es importiert. So. Was wir jetzt noch schreiben müssen, ist, also sind die Grundlagen, die man eigentlich braucht, sowie unimplement methods, die wir ja beim Mod hatten. Ich muss eben kurz das Video stoppen, wir sehen uns gleich. So, bei mir wird das jetzt irgendwie nicht angezeigt, aber ich kann es euch jetzt einfach schreiben. Also ihr macht ein bisschen Platz und dann schreibt ihr add override enter und jetzt schreibt ihr public void on disable Klammer auf, Klammer zu und diese gekrümmte Klammer halt. So, da habe ich eine Skype-Message bekommen. Und dann brauchen wir jetzt nochmal das gleiche. Na, wir schreiben jetzt nicht on disable, sondern enable. Und hier kommt noch eine geschleifte Klammer hin. So soll das Ganze aussehen. Jetzt wollen wir, wenn das Plugin ausgeschaltet ist, soll eine Meldung kommen, dass es ausgeschaltet ist. Also schreiben wir jetzt, also in der Konsole, dann schreiben wir system.out.print. Es laggt jetzt. Nicht orange, sondern print. ln, also für line. Klammer auf. Jetzt in Anführungszeichen. Schreiben wir so unser Plugin oder so, also jetzt den Text sozusagen, Plugin, Grund Plugin ist offline oder so, oder nicht offline, sondern ist ausgeschaltet. So, und enable heißt halt, wenn das Plugin eingeschaltet ist, dann schreibt ihr jetzt also könnt ihr eigentlich das gleiche kopieren, nur eben den Text ändern. Plugin ist eingeschaltet. So, jetzt nochmal zur Wiederholung. System.out.println heißt, dass das halt in der Konsole angezeigt wird, dass das Plugin ausgeschaltet ist, weil hier on disable ist. Wenn hier ist on enable, wird halt bei der Konsole angezeigt, dass das Plugin eingeschaltet ist. So, was wir jetzt noch brauchen, ist, wenn ein Command eingegeben wird. Das ist eigentlich auch ganz einfach, dafür machen wir einen Boolean Command. Also wir schreiben jetzt public boolean on command. Und das braucht jetzt mehrere Argumente. Also Klammer auf, Klammer zu. Und hier kommt dann so eine geschleifte Klammer. So, jetzt brauchen wir nämlich Argumente da noch drin. Obwohl es als kein Fehler angezeigt wird. Oder doch, jetzt schon. Also, wir schreiben jetzt Command mit 2M. Command Sender. Sender. Den Sender können wir uns selber ausdenken, also Namen. Ich nehme jetzt einfach das als Abkürzung sozusagen. Dann wieder Komma, Command,
cmd, string, ja, wenn ich mal schreiben könnte, string, und dann cmd label, string, die englischen Klammer auf und zu, und dann noch args. Für die String habe ich wieder falsch geschrieben. String. So, wir sehen jetzt Command Sender und Command wird wieder falsch angezeigt, weil wir die noch nicht importiert haben. Wir werden jetzt eine Menge bei den Videos jetzt importieren müssen. Deswegen halten wir wieder länger drauf und klicken Import. Und beim Command machen wir das gleiche. Wieder auf Import. So, jetzt wird das Ganze alles falsch angezeigt, weil wir noch einen Return-Befehl brauchen. Da schreiben wir einfach return false. Weil wenn das Plugin ja nicht mehr funktioniert, dann muss es ja auch irgendwie zurückgehen. Also auf den Error kommen, sozusagen. So, jetzt müssen wir den Sender als Objekt für den Player benutzen. Also der Player muss jetzt Sender werden. Weil der sendet sozusagen den Command. Also Player. Jetzt geben wir die Abkürzung ein. Also P mal jetzt mal. Gleich. In Klammern Player und dann Sender Semikolon. So, Player wird auch angestrichen, das müssen wir natürlich auch importieren. So, was wir jetzt noch schreiben, ist ein if Command, also wenn cmd.getName, schreiben wir jetzt Klammer auf Klammer zu, dann Punkt equals ignore case. Und dann können wir uns den Namen aussuchen, ich nehme es Test. So, jetzt erkläre ich das auch noch kurz. Hier kommt nicht get, sondern get name. Und habe ich falsch geschrieben, equals ignore case. Und hier kommen zwei Klammern. So, also das erkläre ich euch jetzt. Also, wenn in der CMD-Leiste etwas geschrieben ist, wird, also ignore case heißt halt, dass wenn wir was schreiben, wird die Klein- und Großschreibung ignoriert. Also wir können dann diesen Befehl dann klein- und groß schreiben, egal. Das wird dann halt beides akzeptiert. Und jetzt müssen wir halt nur machen, wenn wir den Command schreiben und noch etwas mehr, also zum Beispiel, wenn wir jetzt slash help schreiben, aber wir schreiben nicht slash help, sondern slash help 1, dann soll halt ein Error kommen, weil dieser Command existiert ja nicht. Also schreiben wir jetzt if args, also Befehle, Punkt Länge, also length, gleich 0. Und hier wieder so eine geschweifte Klammer. Und habe ich mich das verschrieben? Ja. So. L-E-N-G-H-T. So, hier kommt dann noch eine geschweifte Klammer nach unten. Jetzt wird mir hier das noch falsch angezeigt. Das mache ich jetzt in 0 hin. So. Was haben wir denn hier für einen Fehler? Wir haben doch hier einen Return hingemacht. Ach, das muss ja abgegrenzt sein. So. Wir speichern. Keine Fehler, nur hier so eins. The value of the local variable play is not used. Das ist aber nicht schlimm, weil wir es erst im nächsten Video nutzen werden. Also so sieht der Code aus, den wir halt benutzen. Ich mache das nochmal groß. Also ganz oben halt die Import-Sachen. Dann extends Java Plugin on disable und enable und was der Player ist, also der Sender. Und halt, dass es ignorieren soll, wenn es großen, also die großen Kleinschreibung ignorieren. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist eigentlich nur eins. In dem Package eine neue Datei erstellen, also ein File. Und das nennen wir dann plugin.yml.
So. Da schieben wir uns dann hier die Leiste rein. Wir schreiben Name, Doppelpunkt, jetzt wie das Plugin heißt. Also Grund-Plugin. Dann brauchen wir einmal die Version. Jetzt könnt ihr euch selber eine Version ausdenken. Ich nehme jetzt mal 01. Dann Main. Hier müssen wir halt den Datenpfad eingeben. Also me.patrick, den wir halt vorher auch eingegeben haben. Grund-Plugin. Und jetzt wieder Punkt. Grund-Plugin. Jetzt können wir eigentlich, also die drei Zeilen sind Pflicht, die ihr schreiben müsst. Und jetzt könnt ihr eigentlich noch schreiben Author, also Autor, Patrick oder Website. Dann könnt ihr jetzt eine Website schreiben. Das ist aber nicht nötig. Nötig ist nur, also nur die drei Zeilen. Aber ich schreibe es nur Autor hin. Oder ne, das lasse ich auch weg. Also die drei Zeilen braucht ihr auf jeden Fall. Noch abspeichern. So, und das war's jetzt eigentlich. Im nächsten Video zeige ich dann auch, habe ich eigentlich schon, glaube ich, gesagt, was ich zeige. Ah, ich sag's dann gleich nochmal. Im nächsten Video zeige ich dann halt, wie ihr hier dann die Kommandos hinzufügen könnt. Das war's dann jetzt erstmal wieder. Kommentieren, abonnieren oder Daumen hoch. Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal.